Nach langer Verletzungspause sieht man den Stolberger Max Neukirchner wieder auf zwei Rädern, die allerdings nicht von seiner Yamaha R1 angetrieben werden, sondern von Max persönlich. Neben verschiedenen Reha-Maßnahmen absolviert Max zurzeit das Training hauptsächlich mit einem Vario-Bike. Das sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, ist aber eine optimale Trainingsmethode. Seit vorige Woche kann ich auch wieder richtig mit dem Fahrrad rausgehen und auch draußen trainieren. Vorher musste ich immer ein ATR in Chemnitz, meine Reha abspulen und viel Indoor gemacht. Und ab letzter Woche geht es auch Outdoor los und kann halt viel Fahrrad fahren, schwimmen kann ich sehr viel gehen. Leider mit dem Joggen, da muss ich noch ein paar Wochen warten. Aktuell ist Max in der IDM-Wertung noch mit 101 Punkten auf Platz 6 nach insgesamt 12 Läufen zur IDM Superbike 2015. Davon stand Max nur 6 Mal in der Startaufstellung, wo er immerhin 5 Mal auf dem Podest stand. Das ist ein super Resultat, wenn man bedenkt, dass er dieses Jahr nicht nur in einem neuen Team, sondern auch mit der brandneuen Yamaha R1 fährt. Er und sein Teamchef Michael Galinski waren bis zum Sturz am Nürburgring sehr zufrieden. Man sah eine reale Chance, um den Titel 2015 zu kämpfen. Aktuell und wenn alles gut läuft, sitzt Max im September wieder auf seinem Motorrad. Mein Traum ist ja Mitte September das 24-Stunden-Legendäre von Le Castellet mitzufahren. Das ist wirklich mein Traum, da trainiere ich drauf hin. Und wenn das halt noch nicht funktioniert, ist dann eine Woche der IDM-Lauf auf den Hockenheimring. Da will ich unbedingt mitfahren, um nochmal zu beweisen, dass ich wieder topfit bin. Max Neukirchner hat einen 2-Jahres-Vertrag bei Yamaha Deutschland. 2016 sehen wir den sympathischen Stolberger wieder in der IDM Superbike auf einem Motorrad.